erklären. Wieso? Mir kann es doch mal gut gehen und dann kann es mir doch auch wieder gut gehen. Ich finde, das es ist eine ganz normale, emotionale Geschichte. Deswegen ist man auch nicht gleich suizidgefährdet oder hat irgendwie, weiß ich auch nicht. Immer, vor allem, wenn es mir dann besser geht, dann ist ja sowieso wieder irgendwas, keine Ahnung. Aber ich habe mir gerade so Gedanken gemacht über das Digitale, mal wieder. Und zwar habe ich mir so überlegt, kennen Sie das, wenn Sie dann irgendwie so vor YouTube sitzen? Und dann kriegt man so einen Spieler, wo man dann irgendwie immer das Gefühl hat, so, da soll ich jetzt moderativ was dazu sagen, nur weil ich diesen Menschen hier, also nicht den, der da jetzt am Boden sitzt, sondern den da, den kenne ich seit 10 Jahren oder so. Oder und denke so, hä, wieso wiederholt sich das denn jetzt schon wieder? Oder ich muss dann irgendwie zu Musikern was sagen, die irgendwas dargestellt haben und mir eine Antwort gegeben haben, obwohl ich ja nicht immer alle Sprachen beherrsche, um da auch noch mal irgendwie was zu sagen oder gegenzusteuern, wobei Künstler ja mit Kunst sich unterhalten. Und kannst du jetzt mal aufhören, hier rumzututen? Danke. Und dann weiß ich nicht, so soll ich dann aber noch an irgendwelchen Foren teilnehmen, die irgendwie psychosozial laufen. Warum? Also das macht doch keinen Sinn, wenn ich irgendwie der Meinung bin, ich muss einen Zustand verändern, dann kann ich ihn darstellen und dann verändere ich den. Aber ich kann doch nicht irgendwie in einem, weiß ich auch nicht, klar kann ich mich über Suizidgefährdung unterhalten, aber ich habe damit ja nichts zu tun. Deswegen macht es wenig Sinn. Ich finde es halt. Das sind halt ganz Medizin. Wir sind ja alle durch so ein Medizinverfahren geschreddert worden. Also ich kenne das ja von früher noch, wie sie gesunde Zähne ziehen oder wie sie versuchen, irgendwas zu verändern, damit man immer wieder zum Arzt muss, was eigentlich ja so gar nicht legal ist. Wenn jetzt irgendwie ja, keine Ahnung. Also, ich bin ja nun mal, ich war ja beim Arzt. Was soll ich denn machen? Ich gebe da meine Karte ab. So, hallo, ich war da, guck mal, so. Und dann sage ich, ich habe hier was, da was. Und dann kann ich immer noch mal gucken, ob ich da hingehe. Aber deswegen muss ich ja nicht zum Medienarzt gehen oder in die Schwarzwaldklinik sozusagen, um mich da behandeln zu lassen. Das ist doch Blödsinn. Also das ist ja, das ist etwas, was ich dann irgendwie seltsam finde. Weil wenn ich weiß, warum das so ist und wie das funktioniert, dann weiß ich doch im Grunde genommen eigentlich auch, was man tun kann. Oder nicht. Als dann so mit diesen Kohlenfaserstoffen eingewirkt wurde auf Menschen, dann verliert man nun mal das Bewusstsein, man bekommt epileptische Anfälle. Da kann man ja nicht eine Tablette nach der anderen hinterher schieben und sagen, so, jetzt ist wieder gut. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, was dann da irgendwie daraus entstanden ist, weil Totalüberwachung funktioniert nun mal so, wenn jetzt wenn man am Flughafen steht oder meinetwegen an professionellen Discounterkassen, da gibt es nun mal auch diese Magnetwände. Und anschlagen tun sie dann wahrscheinlich immer bei meinen Stiefeln, wenn ich diese Stiefel anhab. So, und dann sagen alle Security-Beamte, hey, das geht aber nicht.
Weil wir haben Trend, wir müssen jetzt, keine Ahnung, Puma 3857, Tonschuh 369 aus Regal 9845 haben. Oder die sagen ja, nee, lass die mal durch, die will sich da nur einen Käse an der Theke kaufen. So einfach ist das. So läuft das ja. Das ist ja, man geht durch die Wände durch Magnettafeln durch. Die kontrollieren, ob man Eisen irgendwo drin hat. Davon habe ich ja nun mal so einiges. Und Kohlenstofffaser reagieren da auch drauf. Und dann nennen sie das dann irgendwie Betreuungsverfahren oder was weiß du nicht. Irgendwie so in dem Dreh. Dann sagen sie halt, naja, die Person ist halt nicht mehr selbstständig genug, um irgendwie, die braucht eine Einkaufshilfe. Weil die immer wieder in diese Medizintechnik rein manövriert wird aufgrund von irgendwelchen Lebensstandards. Wenn ich ein Bier trinke, sage ich auch nur, naja, hier, ich habe eine Aluminiumdose. Deswegen bin ich aber kein Alkoholiker. Weil vom Wirtschaftsfaktum her ist ein Alkoholiker, glaube ich, eher jemand, der über Medizin versucht, Menschen zu eliminieren, um daraus dann eine Champagnerflasche herzustellen oder so. Dann kann man sagen, der Hersteller ist ein Alkoholiker. Aber die bezahlen natürlich andere Leistungsklassen. Also, ne, nur mal so, um das in der Relevanz zu sehen. Weil irgendwie die Schuld wird immer irgendwie den Leuten an Konsum gegeben, weil ich bin nicht gewillt, weniger Wasser zu verbrauchen, als ich das für meine Ansprüche geltend mache, als andere. Wenn ich der Meinung bin, ich muss jetzt irgendwie so einen Kanister Wasser beim Müllplatz hinkippen und ein bisschen Salz drauf wegen irgendwelchen Viechern da oder so, dann mache ich das. Dann ist das halt so. Dann nehme ich das zwar aus meiner Leitung, aber dann habe ich das ja, ne, so. Das ist ne, aber es ist ein ganz anderer Relevanzfaktor, als zum Beispiel, dass die im Dschungelcamp jetzt irgendwie durch, keine Ahnung was, kriechen, um da irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich dasselbe zu erzielen, aber auch nicht. Keine Ahnung, ich bin aber auch nicht im Dschungelcamp. Ja, so viel dazu, zu diesen ganzen medizintechnischen Verfahren. Dann hat man halt mal eine Lähmung irgendwie, eine Gesichtslähmung oder mir haben sie ja auch durch die Linsen geschossen, in die Augen rein, wegen Scharfblick. Das konnten sie ja nicht mehr leiden, dass ich dann irgendwie jeden einzelnen Reporter und jede einzelne Kamera sondiere und weiß, wer wo ist und wo steht und wer wo irgendwie darauf konnten, das konnten sie nicht mehr leiden. Deswegen haben sie mich dann ja nochmal so weggefreddet, ne? Und ja, kommen dann eben halt mit einer Fehlmann-Werbung. Oder so. Was völliger Blödsinn ist, weil ich eigentlich zum Augenarzt müsste, um das dann wieder korrigieren zu lassen oder so. Deswegen bekam ich die Probleme und die haben dann ja, dadurch, dass ich ja dann immer noch sondiert habe, und das ja auch nicht zu Unrecht, schließlich bekam ich ja die ganzen Morddrohungen, ne? Von den Medien sogar, mir ja sogar noch in die Sehnerven geschossen. Dann fängt man halt an zu schielen. So, man sieht ja auch manchmal Dinge, die vom nicht so, also man sieht immer einen Teilaspekt der Wahrheit, aber manchmal sieht man auch nur einen Schatten. Aber dann ist das wieder Stufe 1. Stufe 1 ist ja nicht das, was immer dann in den Frequenzbereich des Bildes passt, was in Stufe 4 wäre. Dann sieht man nämlich alles. Und da musste ich ja schon durch. Ich musste ja schon durch sämtliche Anhörungen, durch sämtliche. Das hat ja nichts mit meiner Kindheit zu tun, das ist ja Blödsinn, sondern einfach mit den situationsbedingten Voraussetzungen.
Und dann sitze ich natürlich schon da irgendwie so. Jetzt rede ich aber mal über die Vergangenheit und nicht irgendwie über euer ganzes anderes Drama und Dilemma, was ihr da mit euren Lebenspartnern bekommen habt aufgrund von Veröffentlichung von Material, meines Materials oder das Material von anderen Leuten, die dann auch noch gehackt wurden, ne? Sondern sagt dann auch mal so das, was dann auch einfach stimmt. Warum ich das eigentlich alles geschrieben habe und warum das so global wurde, lag ja dann eher am Bundeskabinett und nicht an mir. Und dann durch die Vervielfältigung. So. Deswegen mochte ich Körperwelten ja nicht so gerne, weil die ja über diese, sage ich mal, Medizintechnik laufen, und BMI heißt ja Body Mass Index. Also es wird ja gemessen, was im Grunde genommen im Körper ist. Also sämtliche Gifte, sämtliche Analysedaten, sämtliche, ob man schwanger ist oder nicht. Der Body Mass Index beinhaltet den Fettgehalt, die Größe, warum auch immer. Sonnesachen, also den Umfang des eigenen Körpervermögens, der Verfassung. Ne? Verfassung, sagt euch was. Nein, ich gehöre nicht zum Bundespräsidenten, aber gehört da irgendwie zu. Leider, mittlerweile, weil ich ja immer für die Behörde gezogen wurde oder für die Behörde gezogen wurde, und dann wollten sie aber wieder nichts mit mir zu tun haben. Weil ich ihnen ja zu frech bin, zu dreist bin oder zu unbequem vielleicht. Also, ja, das BMI heißt nämlich auch Bundesministerium des Inneren. Also Body Mass Index und Bundesministerium für Innern ist eigentlich ein Quader, der alles mit beinhaltet. Und ja, ich hatte ja schon immer mit Politikern zu tun, seit meiner Kindheit, und meine Eltern ja auch. Und deswegen wurde das irgendwann mal so ein Messstab, also, oder eine Messeinheit. Und ich konnte ja nicht, das ist schwer zu verstehen für die, die es nicht verstehen, außer vielleicht weiterführende Schulen oder so. Aber das ist ja immer das, was die nicht so glauben oder akzeptieren können. Wenn jetzt irgendwie Politiker durch meine Anwesenheit oder Publikation oder wie auch immer, dann eben halt auch entweder A, Plätze räumen müssen oder B, weiterkommen. Also es ist ja auch so. Deswegen wurde ich ja eben halt auch ausgegrenzt, weil ja irgendwie andere Politiker stärker gemacht wurden über meine Seite als andere oder so. Gibt ja Benachteiligungen, ja nicht nur bei mir, sondern auch auf der anderen Seite. Und dann fühlt man sich eben halt auch irgendwann mal ein bisschen ausgelaugt, wenn man dann irgendwie anfängt, ich bin ja nicht das Opfer in dem Sinne. Ich kann ja nicht sagen, hier, ich unterhalte mich jetzt über Suizidgefährdung, was ich definitiv nicht tue, wegen einfach auch ein Erfahrungsstand. Ein Erfahrungswissen, so. Deswegen weiß ich jetzt nicht, warum dieses Fass schon wieder aufgemacht wurde. Aber wir gucken mal auf YouTube, welche Daten werden uns denn tatsächlich zugespielt. Also im Moment sind ja die Nachrichtensprecherinnen und Sprecher am Hypen irgendwie, weil durch wiederkehrende Ereignisse, man sagt Symptome, wenn man jetzt hier so Herrn Habeck mal wieder nimmt, rechtsradikaler Chat wollte ihn entführen. Also ich war das nicht. Ich habe unten eine Klingel, da kann man klingeln. Man kann klingeln und man kann tatsächlich einen Kaffee kriegen.
wenn ich dann Wasser da habe, ne? So viel mal dazu. Aber ja, das wollte ich nur mal so gesagt haben, weil ich bin kein Mensch, mit dem man nicht reden kann. Wahrscheinlich ist es eher so in dieser Isolationspolitik eine Frau, mit der man nicht reden soll. Die soll ja möglichst isoliert werden. Dafür gab es ja diese Beschlüsse. Und darum sehe ich ja so entzückend aus. Das kann man sich nicht vorstellen, ist aber so. Also deswegen sind ja diese Debatten überhaupt so weit gegangen. Kannst du, ja, macht ja nichts. Also gut, da war jetzt irgendwie gerade wieder ein Antragsteller wegen irgendwie Suizidgefährdung und ich sag nö. So, fertig. Gut, dann haben wir das ja jetzt. Dann habe ich es ja jetzt erklärt und dann irgendwie weiß ich auch nicht, warum ich das irgendwie mal erklären soll oder warum das so ist, wie es ist. Und dann, bis dann. Tschüss.